Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das Vergessene Land. Hier an dieser Stelle, oh mein Gott ey, es war eigentlich ziemlich offensichtlich, war die Blaupause versteckt. Ich musste es tatsächlich nachschauen, beziehungsweise ich musste es nicht nachschauen beim Model D, aber ich habe es direkt nachgeschaut, weil ich mir so dachte, komm, ich denke, großartig suchen bringt da nichts. Und hier im letzten Level in der Vundaria-Parade ist die Blaupause hier hinter dieser Wand. Wenn man dann noch ein Gefährt hier vorschießt, dann kann man die Wand durchbrechen und man kommt an diese Blaupause. Ja, bisschen ungünstig, weil ich dachte mir halt schon so, irgendwie sieht das brüchig aus. Aber anstatt das weiter zu erforschen, bin ich dann einfach weitergegangen, weil, ja, es ist halt das Secret im Secret. Man erwartet da kein Secret, wenn es da schon ein Secret gab. Das ist so die Gemeinheit der Secrets in Secrets, die Nintendo gerne mal, immer mal wieder in ihre Spiele einbauen. Aber gut, was soll's? Lass uns weitergehen. Achso, und die dritte Kapsel gab es übrigens kurz vorher. Bei dieser Pyramidenkiste. So, und hier sieht man auch nochmal die ganzen Challenges, die man abschließen muss, um die Waddle Dees zu befreien. Das habe ich tatsächlich, also die letzte Challenge habe ich tatsächlich automatisch gemacht, indem ich einfach das Spiel, den Level durchgespielt habe. Und ja, einfach durchlaufen und über den Schlamm drüber fliegen. Mehr ist das nicht. Am besten hier mit dem Tornado. Gut, Leute. Dann lasst uns erstmal direkt hier die Blaupause aktivieren. Ja, ich weiß. Denn ich bin auch schon sehr gespannt, wie das Ganze ausschaut. Es hatte irgendwas mit Vogel oder so. Oder Feder. Federtornado. Genau. Weiß jetzt nicht, welche Feder gemeint ist. Die Vogelfeder. Oder die Feder, die man da gerade bei dem Pfeil sieht. Keine Ahnung. Aber Vogel wird tatsächlich sehr gut passen. Vor allem, weil dieser Bossgegner ja auch ein Vogel ist, von dem man den Tornado bekommt. Also, mal schauen. Die Spezialpower-Tornado hat sich zu Feder-Tornado entwickelt. Und tatsächlich, es ist ein Vogel gemeint. Mit dieser entwickelten Spezialpower kannst du das Portal zum Feder-Tornado-Schatz im Gebiet Vundaria-Ruin betreten. Okay. Und was ist das jetzt für ein Tornado? Hält der länger oder was ist damit? Ist wahrscheinlich auch kräftiger. Ja, okay. Er hat die doppelte Kraft. Alles klar. Na gut, dann selbe Spiel wie bei den vorherigen Bossgegnern. Wir nehmen den Kugelblitz mit und versuchen dann direkt den Boss durchzuspielen, ohne Damage zu bekommen. Ich denke, es wird sich bis zum Ende des Spiels so durchziehen, dass man bei den Bossen keinen Damage bekommen darf. Deswegen, ja, machen wir es einfach direkt. Auch wenn ich mir sehr wünschen würde, dass es nicht immer dieselben Missionen sind, sondern, keine Ahnung, dass da einfach ein bisschen mehr Abwechslung bei ist. Ich meine, es ist eine coole Challenge, klar, aber ich finde, es fehlt so dieser
besondere Charakter dann, wenn man die Challenge jedes Mal hat. Was ist das denn? Ach so, der Entdecker. Okay. Aber wir bleiben hierbei. Muss ich hier rechts weiter rumrennen? Okay, ja. Okay, okay. Hätte ja auch sein können, dass wir einfach in die Mitte fliegen müssen. Aber scheint nicht so. Listige Leopardin. Tazandra. Was? Okay. Alter. Sehr schön. Schade. Ah, hau ab. Nein. Ah, scheiße. Okay. Da geht das. War aber ziemlich klar. Also, ich habe so oder so nicht wirklich dran geglaubt, dass ich das direkt schaffe. Man muss halt auch erstmal das Kampfschema vom Boss rauskriegen. Alles klar, Alter. Entspann dich. Hat sie mich überhaupt getroffen? Schon, oder? Bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob sie mich überhaupt getroffen hat. Aber bei dem schnellen Sprung auf jeden Fall springen. Beziehungsweise generell immer, so gut es geht, springen. Zack. Okay, schön. Aber sie ist relativ... Ach komm, ey. Sie ist relativ vorhersehbar. Einfach immer schön ausweichen. Schön springen. Dann klappt das. Ja, der Boss war echt ziemlich leicht. Und wir kriegen direkt eine neue Blaupause. Du hast die Bleistiftbohrer-Blaupause erhalten. Bringen Sie zu Waddle Dees Waffenladen, um die Spezialpower Bohrer weiterzuentwickeln. Ja, okay. Hört sich interessant an. Trifft die kletternde Tazandra mit der Spezialpower Entdecker. Okay. Kriegen wir hin. Und wir werden auch direkt nochmal probieren. Was? Wohin fliegst du, Kirby? Bleib doch da. Nee, ich will nicht in die Waddle Dee Stadt. Ich will nochmal probieren. Sieht's ein bisschen... Ja, genau. Hier sieht's ein bisschen anders aus, wollte ich gerade sagen. Die Waddle Dee Stadt ist weiter gewachsen. Boah, krass. Es gibt eine Arena. Und... Tatsächlich, der Überraschungsautomat Serie 2 ist ab sofort verfügbar. Ein neues Figurenset wartet auf dich. Geil. Das Kolosseum wurde eröffnet. Kämpfe gegen Bosse und Gegner, denen du bereits begegnet bist und gewinne prächtige Preise. Meta Knight, let's go. Cool. Was geht, Alter? Hab schon lange auf dich gewartet. Schon sehr, sehr lange. Die Spezialpower Bohrer kann nun weiterentwickelt werden. Ja, wissen wir ja. Lass uns los. Ey, ja. Wir werden auf jeden Fall das mit dem Entdecker jetzt machen. Und ich werde natürlich auch direkt versuchen, mich nicht treffen zu lassen. Die Winterkuppe. Ah, schön. Du hast den Boss besiegt und ein neues Gebiet freigeschaltet.
nördliche Froststraße. Oh, ist die Musik geil. Die Musik hat einfach diesen typischen Winter-Wunderzauber. Das ist richtig cool. Ja, okay. Gibt's hier nochmal einen Coin? Null. Okay. Aber bevor wir in die Winterwunderwelt gehen, müssen wir natürlich hier die ganzen Aufgaben abschließen. Inklusive noch der letzten Straße der Schätze. Ist klar. Okay, und wir können nicht rüberfliegen. Ich wollte nur sicher gehen. Aber schon ein bisschen unnötig, dieser Weg dahin. Ich meine, das ist war echt cool, aber das zweite Mal wirkt dann irgendwie, keine Ahnung, so langwierig. Okay. Kann sie uns überhaupt treffen, wenn wir rumfliegen? Also so jetzt erstmal nicht anscheinend. Ja, okay. Nice. Und ich muss auf jeden Fall darauf achten, dass ich die Attacke nicht zu lange auflade. Weil sie uns dann natürlich sonst auskontern kann, wenn wir gerade am Schießen sind. Komm. Let's go, okay. Ja, aber sie lässt sich immer sehr viel Zeit. Ach, Kacke, das kann es doch nicht sein, Mann. Wäre ich etwas geduldiger gewesen. Ja, es ist sowieso egal jetzt. Wäre ich etwas geduldiger gewesen, dann hätte ich das echt gut machen können. Aber gut, scheiß drauf. Trifft die kletternde Tatsandra. Haben wir gemacht. Und die Federn von ihr. Die Krallen von ihr. Können wir einsaugen, um davon dann die Schwertfähigkeit zu bekommen. Nice. Boom. Alter. Das macht echt gut Damage. Nur dauert extrem lange. Während sie extrem wendig ist. Also das Schwert ist auf jeden Fall nichts gegen sie. Gut. Wir haben sie aber trotzdem. Dann bin ich mal gespannt, was die nächsten Challenges sind. Ja, die Blaupause haben wir ja schon. Und ich hoffe einfach mal, dass die zweite Challenge nichts mit einer Fähigkeit zu tun hat. Besiege den Boss ohne zu schweben. Das hört sich interessant an. Und gleichzeitig auch sehr gut machbar tatsächlich. Muss halt immer im richtigen Moment springen. Beziehungsweise kann auch manchmal einen Hit tanken. So viel Damage macht sie ja nicht. Aber gut. Ich probiere es auf jeden Fall wieder direkt mit dem... Ey, ja. Komm,
jetzt nicht nerven hier. Ja, ist ja gut. So. Ich probiere es auf jeden Fall direkt wieder mit dem... Kein Damage bekommen. Und nehmen dafür den Kugelblitz mit. So, let's go. Und jetzt werde ich mich richtig heftig anstrengen. Also sorry, falls ich manchmal wieder nichts sage. Aber ich möchte zwei Sachen in einem Durchlauf eigentlich ganz gerne schaffen, weil es dauert jetzt schon wieder so lange hier, die ganze Sache. Dass man den Boss aber auch immer... Ja. Immer wieder neu machen muss für jede einzelne Mission. Oh, das war knapp. Aber wir sind ausgewichen. Zack. Ja, jetzt geht's direkt in die nächste Phase. Und schmeißt wieder ihre Klauen nach uns. Ist überhaupt Klauen sind? Nee, ich glaube, sie wirft tatsächlich. Autsch. Wie soll man dem denn ausweichen? Ja, okay. Immerhin muss man... Ja, alles klar. Immerhin muss man... Gib mir doch einen Stern! Alter! Immerhin muss man nicht die beiden Challenges zusammen machen. Komm, ey. Ich wollte es eigentlich direkt beenden, aber gut, dann halt nicht. Alles klar. Also da bei der Attacke muss man doch eigentlich... Ne, Moment mal, man kann ja auch immer noch blocken. Bringt das was? Bringt das was zu blocken? Oh mein Gott, ey, das Blocken habe ich absolut vernachlässigt. Und ich denke, das muss man... täglich benutzen. Bei den Bossen. Wenn man keinen Schaden fressen will. Ist klar. Gut, und die letzte Mission ist tatsächlich, besiege den Boss ohne Schaden zu erleiden. Na gut. Dann machen wir den Quatsch jetzt noch ein letztes Mal. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Kriegen wir ja schon hin. Mann, ey. Na gut. Wahrscheinlich werden hier die meisten jetzt auch schon wieder abschalten. Also an euch schon mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und alle anderen können mir noch beim Leiden zuschauen. Ich denke nämlich nicht wirklich, dass ich das jetzt tatsächlich beim ersten Mal schaffe. Okay, blocken geht auf jeden Fall. Auch hier mit dem Item. Nur ob das dann wirklich den ganzen Schaden abblockt, bin ich mir nicht sicher.
Überspringen wir. Und wir schweben natürlich wieder schön. Was tut sie? Nein, 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 nein. Lass uns in Ruhe. So. Okay, schöne Treffer. Und damit geht sie direkt in Phase 2 über. Und wirft ihre komischen Wärter. Mann, lass mich doch jetzt mal. Okay. Machen die Sterne umso mehr Damage, je weiter die fliegen? Wo ist sie? Was macht sie? Ich habe den Move vergessen. Okay. Ja gut, der ist nicht so tragisch. Und da haben wir's. Let's go! Das ging echt verdammt gut. Ja, alles klar. Besiege den Boss, ohne Schaden zu erleiden. Haben wir geschafft. Oh, Alter. Und wir haben tatsächlich auch noch Zeit, hier jetzt die letzte Challenge zu machen. Die letzte Straße der Schätze. Und ich denke, das werde ich nochmal als Kommentar posten oder so, dass es am Ende nochmal eine Straße der Schätze gibt. Du hast alle Waddle Dees im Gebiet Wundaria Ruhn gerettet. Alles klar. Weil wenn man abschaltet und dann erwartet, ja okay, dann wird halt die Straße der Schätze im nächsten Part gemacht. Schwierig. Deswegen werde ich es nochmal als Kommentar posten. Keine Sorge. Wuchtige Winde. Drehe die Windräder. Zielzeit 1 Minute. Ich bin gespannt. Das sieht krass aus. Okay. Da kann man einmal... Nicht dein Ernst. Ich bin ein bisschen runtergefallen und habe dann erst den Tornado aktiviert. Okay. Ja, okay, okay. Passt aber. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen rumgehakelt. In dem Windrad. Aber alles noch im Rahmen. Oh, Alter, was? Ja, okay. Passt. Kriegen wir hin. Und da erscheint das Portal. Let's go. Nein, 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 lass mich in Ruhe, bitte. Lass mich doch in Ruhe, lass mich doch in Ruhe, Mann. Holy shit. Ich wollte doch einfach nur weiterfliegen. Stattdessen macht Kirby irgendwelche Faxen. Alter, ey. Gut, dass ich im ersten Abschnitt so extrem schnell war. Kurz vorm Ziel nochmal verkackt. Okay. Nice. Damit dürfen wir auch alle Juwelen haben. Hoffe ich. Schätze ich.
Ja, eigentlich schon. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part hier in diesem schönen Winterwunderland wieder. Ich hab schon ziemlich Bock drauf, vor allem wegen der Musik. Ich mag die irgendwie. Eiswelten sind auch ziemlich cool, aber das auch eher in... Also meist in Mario-Spielen mag ich die sehr gerne, die Eiswelten. Also hoffe ich, dass die hier auch cool umgesetzt ist. Gut, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.